So, also ich zitiere kurz den Spiegel, Doppelpunkt. Succession-Syndrom, die zerstörte Seele der Superreichen. Psychologen schlagen im Guardian Alarm. In extrem wohlhabenden Familien gibt es massive seelische Probleme. Ähnlich wie in der TV-Show Succession, betroffen sind demnach nur wenige, aber mit Macht über Tausende. Warnt eines der weltweit führenden Suchtbehandlungszentren vor dem weit verbreiteten Succession-Syndrom. Das Syndrom beschreibt, wie erfolgreiche und wohlhabende Haushalte in ihren Kindern eine tief verwurzelte Angst vor Schwäche und Versagen erzeugen, berichtet der Guardian. Paracelsus Recovery ist ein internationales Zentrum in London und Zürich, das medizinische Hilfe, Therapie und Beratung für bis zu 132.000 Dollar, 107.000 Euro pro Woche anbietet. Nach eigenen Angaben haben fast 40% der Patienten mit dem Succession-Syndrom, auf Deutsch Nachfolgesyndrom, zu kämpfen, ein Begriff, der sich auf eine Reihe von psychischen Erkrankungen und Suchtproblemen bezieht, von denen Kinder aus extrem wohlhabenden Haushalten betroffen sind. Graham, what else is there? You already have everything. I need someone to tell me what is good. Okay, and I need someone to tell me what's bad. Physisch und emotional abwesende Eltern. The hotel industry is a wild experience that helps you understand how disconnected the wildly wealthy are. I've seen the darker side of humanity, suicides, murders, spousal abuse, human trafficking. That shit stays with you for a long time. One weekend, a large group of around 60-ish people, they wanted to purchase out the entire hotel so they could just turn it into a giant orgy. The cost about the property was upwards of $250,000 for two nights at a time. That says you've got money to spend. Say, Lloyd, it seems I'm temporarily light. How's my credit in this joint, anyway? Your credit's fine, Mr. Torrance. That's swell. I like you, Lloyd. Thank you for saying so. How are things going, Mr. Torrance? Things could be better, Lloyd. Things could be a whole lot better. I hope it's nothing serious. No. Nothing serious.